vielleicht sollten wir wirklich mit dem Kleinkriminelle 1x1 anfangen. Du raubst jetzt erstmal einen Laden aus. Gib mir all dein Geld! Draußen da! Ja, der Herr. Hallo! Bleiben Sie mal stehen. So, haben Sie jetzt vielleicht einen Personalausweis? Ja, sehr gerne. Jetzt habe ich ihn. Warte mal. Hans-Peter, hast du meinen Perso? Hans-Peter heißt du also. Hans-Peter also. Ups. Du bist ein Vollidiot. Wir sind Mats und Hans-Peter, mal im Moment mal GTA, haben Emblem in der Hand, gemeinsam in Feuerland, weil wir Freunde sind, ja, die beste Freunde sind, ja. Aber vielleicht sollten wir wirklich mit dem Kleinkriminelle 1x1 anfangen, bevor du dich an die großen Kriminellen wagst. Gibst du mir jetzt ein Coaching oder was im Kriminellsein? Ja. Du brauchst jetzt erstmal einen Laden aus. Fangen wir mit einem bisschen abgelegeneren an, da. Aber da sollst du vielleicht eine andere Karre nehmen, falls du Verfolgungsjagd kommst. So, Abfahrt. So, wo? Hier. Hier, deines 1x1. Und jetzt? Was muss ich machen? Wenn die Bullen kommen, packst du deine Waffe weg und gehst aus dem Laden raus. Und dann? Dann können sie dir schon mal nicht mehr anhängen, wenn du schlau bist, dass du den überfallen wolltest. Okay. Müssen sie nämlich live sehen. Okay. Hast du ein Messer? Nee, Pistole. Ja, ein Baseballschläger geht auch. Okay, und jetzt? Jetzt erzählst du, was du vom willst. Hallo, ich hätte gern, 2 von den Cowbonbons, bitte. Warte mal, haben sie da hinten Longlife-Batterien? Davon gern auch noch 2. Warten Sie kurz. 15 Dollar will er haben. Es geht nicht so. So, was 19 Dollar? Du gibst das meinem Kumpel jetzt kostenlos. Gio, gibst mir das jetzt kostenlos? Ja, was mein Kumpel sagt. Und jetzt kann ich hier... Ah. Du musst jetzt alles einpacken. Wie denn? Machst du schon. Ach so. Ich warte raus und ich rufe, wenn die Bullen kommen. Mir die ganze Kohle, du Arschloch! Und jetzt? So, ich hab alles. Glaube ich irgendwie nicht, aber... Wieso? Weil du viel zu schnell hier draußen warst. Fahr weiter. Okay. Was soll der denn hier geben? Oh, 0 Dollar. Scheiße. Sag ja. Soll ich nochmal rein? Nee, jetzt ist zu spät. Ach, scheiße. Bis wir in den nächsten Laden. Alles gut, ich war ein bisschen aufgeregt. Ei, Gude. Lang nicht gesehen, bis unbedingt mal wieder zusammen Kirchle gehen. Ei, Gude. Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung, Freunde. Ihr wisst ja, dass ich die Mühle hier neu zusammengestellt habe. Und da steckt nicht nur ein Haufen geiler Technik drin, sondern vor allem die CPU und die Grafikkarte, denn die sind von AMD gesponsert. Und das ist auch der heutige Werbepartner, sozusagen. Denn, Freunde, wir haben so eine Radeon RX 7900 XT eingebaut, was wirklich ein Mods-Gerät ist. Das Beste daran ist tatsächlich die AMD. Die Software dahinter. Ein Pool voller Informationen. Ihr seht, was ich zuletzt gespielt habe. Wie viel durchschnittliche FPS. Wenn ich jetzt hier oben auf Gaming klicke, da kann ich das auch nochmal rausgefiltert sehen. Ihr guckt ja gerade ein GTA-IP-Video. Da kannst du sehen, okay, durchschnittlich mache ich das mit fast 130 FPS, was wirklich ein Mods-Ding ist. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, euer Gaming-Zeug zu überprüfen, sondern ihr könnt natürlich auch selber aufnehmen und streamen. So wie der Patze. Leistung. Das ist ja alles das, was wir wissen wollen. Hier kannst natürlich auch einsehen, wie ist die Auslastung. Du kannst auch potenziell Sachen hier noch einstellen. Du kannst halt auch, wenn du jetzt hier zum Beispiel auf GTA klickst, ne, dann kannst du hier gucken, guck mal, Radeon Chill, Radeon Undelay, das ist alles drin, Radeon Bildschirm, ich sag euch, das sieht einfach nur geil aus. Du kannst hier natürlich auch einstellen, okay, bin ich eher der Spielespieler, bin ich eher der E-Sportler oder will ich Standard, will ich Energiesparmodus, aber wir sind ja Gamer, ne, wir sparen auf Spiel, kannst hier auch die Anzeichen noch verändern, ne, ob du da irgendwie zum Beispiel Farbprofil reinhaffen willst oder so. Freunde, wenn ihr Interesse habt, erster Link in der Videobeschreibung, Grafikkarte, kaufen, geil sein, Abfahrt. Wohin jetzt? Da oder was? In die Tankstelle. Schönen guten Tag. Gib mir all dein Geld, du Arschloch! Mach die Tasche voll! Los, los, los! Mach schneller, mach schneller! Ratzfatz jetzt hier! Komm, pack ein die Tüte! Und der Rubbel los hier auch noch! Was? Da sind da! Was? Ja, der Herr. Hallo? Bleiben Sie mal stehen. Ja? Moment, lassen Sie mich mal kurz aussteigen. Ja, ja, kommen Sie. So, erzählen Sie mir mal, was ist denn hier los? Was ist denn hier Phase? Ja, ich bin reingegangen, weil ich ein paar Kaugummis holen wollte. Dann hat er mich so blöd angeguckt und dann habe ich meinen alten Kaugummi, den ich noch hatte, habe ich den Kaugummi zu ihm auf den Boden gespuckt. Und dann hat er gesagt, ich hätte ihn angegriffen und er ruft die Polizei. Und alles, was ich machen wollte, ich wollte nur ein paar Kaugummis und ein paar Rubbellose kaufen. Also es ging um Kaugummis, die Sie nicht bekommen haben. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, also, naja, vielleicht wollte ich auch
Also, jetzt hilf mir doch mal. Also ja, und rubbellos, rubbellose. Ich wollte unbedingt mal rubbellos rubbeln. Mal richtig einen wegrubbeln, wissen Sie? Ja klar. Hast du schon eins gerubbelt? Ich würde jetzt eins rubbeln. Wenn der rubbelt, müssen Sie aufpassen. Letztes Mal, als der sich da einen gerubbelt hat, hat er mir voll in die Fresse gehauen. Ach du Heiliger. Ich würde jetzt auch einen aufmachen. Warten Sie, mein Finger klebt am rubbellos fest. Scheiße. Ist das da drin auch so passiert? Hat er gedacht, vielleicht wäre das ein Notrufknopf? Das kann sein, ja. Ja gut. Ich krieg die Finger nicht mehr vom Rubbel los. Ja, musst du richtig fertig rubbeln, ne? Kennt nicht. Bis. Ich rubbel mir richtig einen ab, aber... Nee, es klebt komplett fest an der Hand. Was mache ich denn? Oh, sorry. Ja, beruhigen Sie sich. Hallo, alles gut, Sie. Es war aus Versehen. Warum hast du denn jetzt auf die Presse gehauen? Er hat mir kein Geld gegeben für mein Rubbel los. Ich kann nichts machen. Gucken Sie mal, Señores, wem gehört diese Fahrzeuge, diese Wunderhübse? Das ist meine. Und da haben Sie keine Kleingeld, um zu kaufen, oder Rubbellos? Ich hab Geld für Rubbellos, aber nicht dabei. Ja, wo habst du es denn? Ja, auf der Bank. Señore, da steht deine Geldautomat. Da steht ja, ich hab nicht gesehen, vielleicht. Komm, jetzt sagen wir es von mir, dass ich aber die für Personalausweis bitte. Ja, also ich würde es wirklich gern machen, was? Aber meine Hand klebt immer noch zu komplett mir. Fest. Dann würde ich sagen, Sie gehen vielleicht mit rein auf die Toilette und machen sich einmal kurz frisch. Ich mache mich kurz frisch, ja. Danke, bin sofort wieder da. Dankeschön. Bueno. Sorry nochmal, du Arschloch. Du hast gesagt, es wird im Rummel los, es gibt Schmalle und dann drückst du ins Stuhl. Ja, es tut mir leid. Die Knopf, gehen Sie da jetzt rein. Es tut mir leid. Scheiße, alles abgekackt. Ich muss mich nochmal frisch machen. Ich habe mein Unterhaus jetzt gewechselt. So, haben Sie jetzt vielleicht einen Personalausweis? Ja, sehr gerne. Jetzt habe ich einen. Wo ist denn mein Personalausweis? Warte mal. Hans-Peter, hast du meinen Perso? Hans-Peter heißt du also. Hans-Peter also. Ups. Du bist ein Vollidiot. Es ist weiter von der So, und haben Sie den Ausweis schon den Kollegen? Nee, ich finde nicht. Was heißt, Sie finden ihn nicht? Ich habe Sie nicht dabei, oder was ist denn das Problem? Ich weiß nicht, wo er ist. Also ich sage, wie es ist. No? Also wenn wir aber Problematik mit der Personalfeststellung, dann müssen wir Sie leider mitnehmen. Darf ich mich kurz mit meinem Kollegen besprechen? No. Nö. Wir sind hier nicht auf einer Quiz-Show, wo man hatte 50-50 Soka und Telefon-Soka. Das ist eine polizeidienstliche Feststellung Ihrer Personalien. Ich würde gerne den Telefon-Joker einlösen, bitte. Also Sie haben keine Telefon-Joker. Das gibt's auch nicht. Aber du hast Handy wegdecken, bitte. Du hast doch gerade gesagt, ich darf Telefon-Joker. Also, was ist denn so schwer dran? Wir wollen nur Ihren Namen, wir werden das kurz durchs System durchjagen und wenn da nichts vorhanden ist, dann ist doch alles gut. Ja, dann machen wir es. Wollen wir doch nicht. Dann drehen Sie doch bitte einmal zur Wand, nehmen die Hände hoch und die Beine auseinander. Dann fassen Sie mich mal an. Gerne unsittlich, bitte. Ob Sie haben Sie Waffe, Spitze oder Gegenstände dabei, mit denen ich mich oder Sie verlassen kann? Nee. Ich würde Sie jetzt einmal in Handschelle legen, ne? Handschelle! Du hast so Sicherheit, damit Sie sich nicht wehtun, damit wir uns nicht wehtun. Oh. So, dann nehmen wir Sie jetzt einmal mit auf die Wache und dann gucken wir, wer Sie sind. Folgen Sie mir einmal bitte. Jawohl. Darf ich vorne sitzen? No, dürfen Sie nicht. Oh Mann, kommen Sie einmal hier rüber, ich halte Ihnen hier hinter der Tür auf. Kannst du mir einen Schlüssel geben vom Auto? Darfst du fahren? Ja. Und wenn ich. Hast du denen das gezeigt? Ja, klar hat er. Darf ich das dann auch zeigen? Ja, jetzt möchtest du einfach mal darum zeigen. Geht's doch. Ja, weil er hat's ja auch und dann will ich's auch machen. Jetzt greife sie nochmal in die Tasse. Ja, ich hab'n. Ah, da ist er ja. Ah, jetzt hab ich ihn hinter. Ist ja manchmal sind die Tasse. Ja, gucken Sie mal da. So, jetzt bleiben Sie mal einen Moment bei den Kollegen. Jawohl. Ich gucke einmal, was das System zu Ihnen sagt. Kriegen Sie erstmal Ihren Personalausweis. Danke. War denn alles okay soweit? Das System sagt, es ist alles okay soweit, aber ich sage Ihnen trotzdem eines. Wenn Sie heute nochmal Luberdose kaufen möchten, irgendwas anderes jetzt erinnern möchten, bei einer Seniore, der betreibt eine ähnliche Etablissement wie dieser Herr da drüben. Und der drückte wieder die Knopf, weil Sie meinen, Sie sind zu sexy oder Sie möchten rubeln oder irgendwas die gleiche. Dann können wir uns nicht so friedlich einigen, wie wir das jetzt machen. Sehen wir uns da, verstehen wir uns da. Ja. Dann, Sie können einen einmal zeigen, Ihre wunderschöne Fahrzeug. Und wenn wir hier Sie rauslassen und die Blaulichter sind aus, dann können Sie weiterfahren, so? Haben Sie eigentlich schon mal bei Ihren Karre das Blaulichtwasser nachgefüllt? Ja, wir sind dann, glaube ich, hier fertig. Eine gute Fahrt, passen Sie auf. Genau. Ja, tschüss. Frohes Neues. Gute Fahrt, fahren Sie vorsichtig. Jawohl. Ich würde gerade so gerne einfach frontal reinfahren. Aber Hans-Peter, wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Ach nee, Scheiße. Das ist dein Scheiß, Ernst. Ach nee, guck dir das doch an. Ich wusste doch nicht, dass du hinter mir stehst. Wurde der Führerschein geprüft? Ja, ne? Ja, wurde er. Den können wir gleich deinen Papierkorb schmeißen, den braucht er nicht mehr. Er sieht ein großes schwarzes Auto mit Blaulicht nicht. Hat's ja. Ich war so aufgeregt.
Ja. Gib ihm den Zettel, den ich schicke. Gucken Sie mal. Das ist... Okay. Also, warte mal. Ach, no. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Warte mal. Aber bei welchem? Ganz links. Mit der Weste. So, jetzt zeigst du mir mal deinen Führerschein. Guck dir den Zettel an, den ich dir gerade gegeben habe. Und eine Reverse-Card war das. Ich weiß nicht, was wir mit Ihnen machen sollen. Ja, also, nee, also es tut mir ja leid, aber ich meine, das guckt sich weg. Guck mal, jetzt hängen wir hier im Kühlergrill. Mann, ich war aufgeregt, ich hab Gasbremse. Deswegen habe ich gesagt, Sie warte, bis wir hier da vorne weggefahren sind, dann hätten Sie einfach vorwärts dann ausfahren können. Es tut mir leid, okay, ich hab Scheiße gebaut. Und wissen Sie, ich bin ein hart arbeitender Mensch und ich bin den ganzen Tag nur am Schaffen, wissen Sie. Er ist selbstständig. Ich bin selbstständig. Und das kann ich einfach nicht mehr so. Ich will's nicht mehr. Ich bin den ganzen Tag nur am Schaffen. Was schaffen Sie denn? Ich bin Bauarbeiter. Aber du ist ja alles gut. Alles gut. Ich brauche so ein Taschentuch, das rubbeln. Ja. Bitteschön. Ich hab das alles nicht gewollt. Passen Sie auf, wir machen jetzt voll in der Masse. Hören Sie zu. Passen Sie ganz genau auf. Jawohl. Schritt 1. Meine zwei Kollegen und ich, wir steigen in unsere Fahrzeuge. Schritt 2. Wir fahren hier von der Tankstelle weg. Schritt 3. Sie lassen an den Motor und fahren von der Tankstelle weg. Du bringst mich irgendwann um. Und? Wie war Was ich? Und? Scheiße. Wie jetzt? Du hast meinen Namen genannt. Jetzt muss ich mir wieder einen neuen Ausweis holen. Aber es war doch so abgesprochen. Dass du mich Hans-Peter nennst, oder was? Du hast mir nicht gesagt, dass ich dich nicht Hans-Peter nennen soll. Das war gestern. Das ist für immer, wenn andere Leute bei sind. Ach, Scheiße. Du hast es gerade vor 4 Sheriffs gesagt. 3 Sheriffs. Ah, das ist gut, ey. Das ist so gut. Was meinst du, wenn einer von denen korrupt ist? Ich war so aufgeregt. Das ist egal. Muss ich mir einen neuen Ausweis besorgen und neue Frisur. Ach Mann, es tut mir doch leid. Und neue Klamotte. Hans-Peter, sowas so gar nicht gemeint. Du hast mir doch nur was zeigen wollen. Aber sonst war's gut. War gut. Von 1 bis 10. 8. Also dann zum nächsten. Dann aber in die Stadt. Jawohl. Zweiter. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wie wär's, Chat? Wir fahren jetzt hoch zu den Polizisten, die uns erwischt haben, als wir diesen Laden ausgeraubt haben. Entschuldigen uns bei ihnen und dann laden wir auf dem Rückweg wieder einen Laden aus. Ich mach wieder Folgendes. Wir ziehen uns wieder um. Also, ey, wir schaffen's, Chat. Wir schaffen es! Hallo! Ja, nett haben sie es hier. Ich wollte nur mal was zu trinken holen. Muss mich auch mal entspannen. Oh, lecker, Mensch. Ja. Oh, lecker, Tischchen. Yum. Super. Und jetzt rückst du die Scheißkohle raus, du Arschloch! Raus damit mit der Kohle! Du sollst mir die Kohle in die Tasche räumen! Ich hab nur $1,500, ein paar Kralle und auf dem Konto hab ich nur... Warte. Mein Handy klemmt. Naja. Ich sag's dir mal anders. Gib die Kohle her, du Blitzarschloch! Scheiße, ich glaube, ich höre ein Auto. Digga, wie lange dauert das? Alter, das dauert ja eine Ewigkeit. Kohle her! Oh, Junge, dauert das. Ha! Oh! Scheiße, das sind dieselben wie gestern. Hallo, wer schreit hier denn? Hallo? Er ist weggerannt! Ach du Scheiße. Wo ist er denn hingerannt? Die Straße, ich weiß nicht, nach draußen. Ach du, nach draußen? Nach draußen. Und wo lang, nach Norden oder nach Süden? Ich kann's Ihnen nicht sagen, er hat mir Flasche über den Kopf gezogen. Ach du Scheiße. Soll ich ihn erst Hilfe leisten? Ja, haben Sie mal eine Täterbeschreibung. Ja. Wie sah denn der aus, der Strolch? Wie sah denn der aus? Oh, der hatte so ein Band um den Kopf und ich glaube, schwarze Jacke und eine relativ auffällige Hose. So ein Leopardenmuster. Ach, ein Leopardenmuster. Okay. Ich hab noch gesagt, mach das besser nicht. Die Jungs kommen. Der Jürgen, was machen Sie denn so wieder hier? Hallo, ja, ich habe. Boah, warten Sie mal kurz, ich hab wirklich einen Boner Kopfschmerzen, es ist der Wahnsinn. Das Baker ist auf dem Weg, ne? Die kümmern sich gleich um ihre Kopf und oder? Haben Sie ihn erwischt, die Arschsau? Aber wir sind auf jeden Fall dran, die Kollegen, wa? Ich glaube, die machen gleich schnapp Zugriff. Und ja, so. Bitte. Anna, komm schnell. Hi, Gude. Ne? Ich hab mein Warnwest-Tett an, aber ich bin's, der Patze. Oh, Patze, Mensch, was machst denn du? Ich wollte mir nur eine Spreit holen und ein Batsch hatte ich so im Nacken. Ah, ich gucke mal. Ich glaube, ich leg dir einfach ein Bier in den Nacken, oder?
Ja, bitte zwei, bitte zwei. Sogar zwei, okay. Ja, gut. ja, welche Kühlung, okay, muss ja auch kühlen. Genau, und dann gebe ich einmal von innen und einmal von außen. Genau, ja. dann kannst du das Warme immer wieder trinken, ne? Das klingt gut. Leute, könnt ihr dir mal helfen? Auch, ne? Das sieht ein bisschen aus wie der sterbende Schwan hier, ne? Ja, also, soll ich mich mal, könnt ihr mir mal helfen, dann würde ich mich mal hinsetzen. Komm, ich helfe dir mal. Jungs, ihr könnt auch helfen, dankeschön. Der sieht so schwer aus, komm ja. Der ist ja schwer, der sieht gar nicht so schwer aus. Das ist schön. Ach du, der ist ein bisschen wackelig, wa? Ja, Mensch. Genau, setz dich mal ruhig drauf rein. Ich will, dass ihr hier gerade auf die Kühldecke einfach hinsetzen. Völlig besser. Ich gebe dir dann schon mal Bier weiter. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Kaltes. So, warte, ich gebe dir trotzdem noch mal ein Kühlpack, falls das mit dem Bier nicht ausreichen soll. Ja, danke schön. Bis dann, ne? Alles klar, meine. Ich danke euch und ich wünsche euch einen richtig geilen Tag, ja? Oh, alles klar, ne? Adios, Jungs, passen Sie auf sich auf. So, Freunde, und nicht anders raubt man eine scheiß Tankstelle aus. Ich sag es euch. Ich sag es euch. Boom! Ja, war das gut oder war das gut, Alter? Gemeinsam in Feuerland.